Am 5. Dezember ist es soweit. Dann starten Südtirols Nachwuchshoffnungen im alpinen Skizirkus in die neue Saison des Finnstahl Cups. In Unterin am Ritten wurde die Rennserie der unter 16 bis unter 20 Klassen offiziell vorgestellt. Als Ort für die Präsentation der einzelnen Landeskader wurde der Firmensitz des Hauptsponsors gewählt, der die Jugendrennen bereits seit 13 Jahren unterstützt. Als Dankeschön für die Zusammenarbeit bekam Finnstahl-Chef Luis Oberauch von Vize-Landespräsident Hermann Ambach ein Diplom überreicht. Oberauch selbst empfindet die Unterstützung des Finnstahl Cups als persönliches Anliegen. Sport, der solches, der ja den Breitensport und Jugendsport, den Jugendsport muss man sagen, zu unterstützen. Das heißt, uns ist wichtig, mit beizutragen, dass junge Leute den Sport ausüben können, dass sie trainieren können, dass sie lernen können. Was dann daraus wird, das hängt dann von vielen Faktoren ab. Aber unser Ziel ist nicht in erster Linie, das zu machen, damit wir irgendwann irgendwelche Weltmeister sehen, die aus der Serie rauskommen sein, sondern in erster Linie geht es darum, den Jugendsport als solches zu unterstützen. Für die 29 Athleten, die am Finnstahl Cup teilnehmen werden, hat das leidige Warten in rund zwei Wochen ein Ende. Am 1. Dezemberwochenende erfolgt in Langenthal in Gröden nämlich der Startschuss zur neuen Saison. Anschließend stehen den Nachwuchshoffnungen 14 weitere Rennen bevor. Dass zum Auftakt ausgerechnet ein Slalom auf dem Programm steht, kann Riesentorlauf-Spezialist Alex Hofer verschmerzen. Ja, wäre besser, dass vielleicht der Einstieg, dass es mit einem guten Resultat war, ganz gut, aber jetzt Slalom, ich bin nicht letzt drauf und es müsste ganz gut gehen, ein Slalom. Die größte Mannschaft stellt der Jugendkader, der insgesamt 12 Sportler umfasst. Unter ihnen ist auch Hannes Zingerle, dem in der Saisonvorbereitung eine leidige Fußverletzung zu schaffen machte. Dennoch will der 15-Jährige bereits in Gröden um Punkte fahren. Wenn es mit dem Fuß tut, wenn es gut geht, nachher werde ich sicher probieren, schon die ersten Rennen mitzufahren und das Beste probieren zu machen und schauen wir mal, wie es geht. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt macht sich auch im neunköpfigen Landeskader der Frauen breit. Unter ihnen sind eine Reihe an Athletinnen, die das Potenzial haben, den Sprung in den großen Skizirkus zu schaffen. Eine von ihnen ist Elke Wagmeister. Auch sie hat in den vergangenen Monaten hart gearbeitet, um für die neue Saison gerüstet zu sein. Wir sind Stubai gewesen und Hinterdux und auf dem Joch oben. Und ja, wir hatten ein ganzes Sommerprogramm gehabt. Während sich die Athletinnen in Sachen Saisonziele noch sehr bedeckt halten, hat ihr Trainer Heini Fitscher klare Vorstellungen von dem, was seine Schützlinge imstande sind zu leisten. Besonders in Anbetracht der zu ergatternden FIS-Punkte rechnet er sich Chancen aus. Sie erwarten mir, wir werden gute Rennen, schöne Rennen, was gewesen sein. Und dass sie die Gitschen zeigen, was sie können. Und danach bei den internationalen Rennen, dass es zusammen auch beweist. Wir haben uns eigentlich ganz gut vorbereitet, haben gute Verhältnisse gehabt. Es sind viele umherum gewesen, viele Gletscher. Deswegen die Vorbereitung war optimal. Jetzt schauen wir in zwei Wochen, wie viel es gebracht hat. Spätestens bis zum letzten Saisonrennen am 2. April am Reschen wird sich zeigen, ob die Südtiroler Teilnehmer am internationalen Finnstahl Cup diese Vorgaben umsetzen konnten. Und irgendwann vielleicht ja in die Fußstapfen von Dennis Carbon, Manfred Mölk und Co. treten können. Immerhin haben auch sie einmal klein angefangen.